Herzlich willkommen zur ADAC GT Masters eSports Championship 2020, powered by NBW Mobility Plus. Wir blicken zurück auf Runde 6 in Sandford. Ein gutes Qualifying und ein perfekter Start sind auf dem technisch anspruchsvollen Kurs die Voraussetzungen für einen Sieg, und das weiß auch Jack Keithley. Obwohl der Pole-Setter sofort von Nestor Garcia unter Druck gesetzt wird, verteidigt er seine Führung. Und auch direkt dahinter kann keiner der Spitzenfahrer Plätze gut machen. Noch in Kurve 1 kommt es zu einem folgenschweren Zweikampf. Tim Jarschl verteidigt seine Position gegen Red Bull Racing Pilot Benz Bunky und drängt ihn dabei von der Strecke. Bunky verliert einige Plätze und Jarschl drei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf aufgrund einer dafür verhängten Strafe. Während an der Spitze Jack Keithley zunächst seine Führung ausbauen kann, muss sich sein Teamkollege und Mitfavorit Nikodem Wisniewski von ganz hinten durchs Feld kämpfen. Der Pole hatte sich auf dem Red Bull Ring einen zweiten Strike eingefangen und durfte somit nicht an der Qualifikation für Sandford teilnehmen. Mit viel Können und Wut im Bauch fährt der Williams eSports Pilot ein beherztes Rennen. Am Ende überquert er die Ziellinie auf Position 11 und sichert sich 5 wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Beim Öffnen des Boxenstoppfensters versucht Euronics-Pilot Tim Jarschl mit einem Undercut Plätze gut zu machen. Der Plan geht aber nur auf, weil Kuba Brzezinski eine Durchfahrtsstrafe erhält und Florian Hasse seinen in der Meisterschaft besser platzierten Teamkollegen später vorbeilässt. Kurz ist der 6. Platz von Tim Jarschl noch in Gefahr. Christopher Högfeld stoppt sehr spät und greift den Deutschen mit frischeren Reifen noch einmal an. Doch am Ende behält Tim Jarschl die Oberhand. In den letzten Runden wird es noch einmal spannend. Jack Keithley kämpft mit abbauenden Reifen und einem angriffslustigen Nestor Garcia um den Sieg. Rundenlang sucht der Spanier einen Weg vorbei, attackiert den Briten immer und immer wieder. Aber Jack Keithley wehrt jeden Angriff ab und sichert sich am Ende seinen 3. Sieg in der diesjährigen ADAC GT Masters eSports Championship, powered by NBW Mobility Plus. Das Podium komplettieren Nestor Garcia von Red Bull Racing und Kevin Siggi aus dem Team Redline. Nach diesem harten Fight ist Jack Keithley sichtlich erleichtert. Er sagt, dass sein AMG Mercedes am Red Bull Ring und hier in Sandford perfekt funktioniert hat und dass ihm Nestor Garcia das Leben wirklich schwer gemacht hat. Umso glücklicher ist er über seinen Sieg. In der Meisterschaft liegen nun die ersten 5 innerhalb von 21 Punkten. Es ist alles angerichtet für ein spannendes Finale.